Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio, weiterhin in meiner Wichtigkeit Labor. So. Das und das haben wir. Also so wie es aussieht, funktioniert es, es staut sich nicht. Und es gibt auch nicht zu wenige. Also, es ist immer alles vorrätig. Es kommt nur die Frage, wie lange hält das Eisen? Kupfer? Keine Ahnung. Es ist dadurch auf jeden Fall mehr geworden. Oder es muss mehr grüne geworden sein, weil es kann nicht weniger geworden sein, weil die Produktion ist ja viel, viel schneller. Nur es reicht in dem Sinne immer noch nicht für bis nach unten. Können wir natürlich auch gar nicht sagen, ob es reicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Also jetzt die Produktion ist wirklich schon hart am Limit, ne? Ich werde die Raketen jetzt auch nicht starten, weil das wirklich gerade alles so hart an der Scheiße läuft. Nicht mal mehr die Steinproduktion reicht, ne? Es ist echt traurig gerade. Also trotz, dass wir hier alles beschleunigt haben, eigentlich die Produktion ja immer noch, ne? Also die haben wir ja beschleunigt. Also wenn du überlegst, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 und 9 macht 18, macht 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 macht 37, macht 47, macht 48, macht 49 Brennöfen, die Stahl machen, was nicht reicht. Es ist nicht genug. Unfassbar. Unfassbar. So, was macht das hier unten eigentlich? Immer noch alles voll. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass wir vorher das mit Drohnen gemacht haben, ist es einem vorgekommen, dass die Munition in Milliardenweise durchgeballert wird. Ist aber gar nicht so. Also die Handgranaten haben auch gerade Probleme hinterherzukommen. Wie weit sind die Handgranaten? Ist noch nicht am Ende, aber die Produktion ist zu langsam. Der Handgranatenwurfstand ist zu langsam. Und die Maschinen, die Produktion für diese hier sind auch zu langsam. Die sind zu langsam. Das sehen wir ja, das ist immer extrem weniger wird. Das bedeutet, wir setzen diesen Okolyt mal dahin. Das ist für die Produktion richtig scheiße, ne? Steht aber nicht. Also da vielleicht drei gelbe hinklatschen. Und zwar ohne Scheiß. Würde Wunder bewirken. Ja, wir haben jetzt gerade keine Ahnung, ich glaube, drei Maschinen unsere Produktion erhöht. Was ja wirklich auch Zeit wird. Also wenn wir uns das jetzt hier angucken, wir haben hier zu wenig, ne? Wir nehmen hier ja welche raus. Wir brauchen die für die
für unsere Wände zum Absichern, aber wenn man sieht, dass das hier leer ist, also diese hier könnt jetzt gar nicht arbeiten, weil es gar keine Dingens gibt. Also daher ist das schon ziemlich okay so. Also da werde ich auch meine mal gerade da rein tun, weil ich immer noch 50 habe, dass sie wirklich laufen kann. Aber ich denke, das wird jetzt abgehen hier oben, ne? Das denke ich schon. Also ich glaube auch nicht, dass das irgendwelche Probleme verursacht. Da können wir noch mal gerade gucken. Das ist diese Ja, genau, das ist diese Linie hier. Nein. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Problem macht. Dafür sind es einfach zu viele. Das sollte locker flockig laufen. Und wir haben hier sogar noch 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Dann gehen wir doch mal bei. Das ist nicht gut, aber... Kein Bock, dass sie stehen bleibt. So, alle aufgeteilt. Produktion läuft voll. Finde ich gut. Hier sieht alles gut aus. Das ist nur das, was verarbeitet wird. Hier verarbeiten wir nur die Förderbänder und Greifarme. Das ist okay. Da haben wir gerade nachgelegt. Hier, es bleibt wirklich gleich. Also das muss man gerade wirklich mal ganz klar sagen. Es bleibt gleich. Das Problem ist, dass es sich auch weiterhin füllt. Also ich sehe gerade gelbe Motoren, ist das Problem. Nicht rot. Gelbe Motoren. Die kommen und werden hier gleich weggenommen. Für die rote Produktion. Ei, 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 ei. Das ist aber richtige Kacke. Gelbe Motoren. Wo wart ihr? Hier. Wir müssen diese Produktion viel, viel mehr machen. Eieiei. Gelbe Motoren. Ja gut, wenn ich jetzt die... Wird das noch gehen? Nein. Dann muss ich es einfach nach unten hin verlängern. Ja gut, sonst müsste ich es umbauen, ne? Die Rohre ein bisschen nach da. Wir könnten noch einen so machen. Juckt's gerade. Eieiei. So, und dann würde das hier einfach so kommen. Den hier würden wir einfach so machen. Puh, kack einen drauf gerade. Das würde so kommen. Das müsste so. Der muss so. 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 Dann muss der so. Ja. So. So. Rot. Einmal hier Strom, einmal da Strom. Eine Kopie und fertig. Easy. So. Wenn ich jetzt den nehmen würde, müsste der hier weiter rüber. Das bedeutet, den nehmen wir mal weg. Dann ist er mit dem da unten nicht mehr verbunden. Alter, das ist auch so eine blöde. So ein Blödmann-Effekt, wirklich ohne Scheiß.
Der muss dann weg. Wir haben nämlich noch einen da unten. Der muss dann dahin. Oh, hier sind so viele drin, ne? Ist nicht das Problem, das machen wir gerade ganz anders. Dann nehmen wir eine Stahlkiste. Haben wir noch eine? Nein. Stellen wir her. Stellen wir dann dahin. Dann nehmen wir uns einen blauen. Den klemmen wir ab. Dann nehmen wir uns gerade einen blauen Greifer. Amagas, mein Freund, lad mal rüber. So. Easy. Hier würde dann auch draufgelegt werden. Und regulär würde dann hier ein blauer hinkommen. Ne, das machen wir anders. Der kommt dahin. Und der kommt dahin. Das klappt dann schon. Der packt das jetzt gerade rüber. Das sollte eigentlich gleich fertig sein. Am besten wäre ja der. Davon haben wir auch noch welche. Das kann man auch mal gerade machen. So. Lass mal gerade jucken hier. So. Das geht schnell. Aber das mit den Motoren ist gerade wirklich ein ganz großes Problem. Weil die Motoren das Hauptproblem gerade verursachen, dass wir hier nicht weiterkommen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier Motoren anbieten, aber ich glaube, hier gehen auch gar keine weg. Also, wenn ja, machen wir es lieber so. Und pausieren das mal gerade. Es ist wirklich viel, was hier weggeht. Jetzt ohne Scheiß, Leute. Es ist extrem viel, weil wir halt rote Motoren wirklich extrem viele herstellen gerade. Nur wir hauen hier halt gelbe Motoren durch und die Produktion kann nicht laufen, weil wir keine gelben Motoren haben. Das ist gerade das Problem. Und der nimmt sich wirklich alles. Der kleine Drecksack. Eieieiei. Immer noch nicht rübergeladen. Das kann ich selbst. So, dann verlängern wir mal gerade dieses Band hier. Und den bis da bitte. Und dann hätte ich gerne den dahin. Ende. Noch eine Maschine mehr. Also, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich es so langsam auch nicht mehr. So, was machen unsere Steine? Unsere Steine haben ja auch hier wirklich Probleme. Ja. 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 Mal gerade so stehen. Da machen wir einfach mal diese zwei Brennöfen da mehr, um dieses Problem dann vielleicht auch zu beseitigen. Mal gucken.
Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, ne? Weil Steine ist ja wirklich auch so ein Problemkind gewesen. Aber die Motoren kommen jetzt auf jeden Fall hier. Aber sie laufen nicht durch, ne? Also wir kriegen es nicht hin, dass sie durchlaufen. Dadurch, dass wir wirklich hier viele, viele verbrauchen, ne? Und jetzt sind mal wirklich ohne Ende gerade durchgelaufen, aber das bringt ja nichts, ne? Wir brauchen ein, ja doch ein Motor für eine Produktion. Okay, das geht dann eigentlich. Also, das macht gerade das Blauproblem aus. Deswegen werde ich auch gerade nicht fertig mit der Forschung, weil wir einfach hier keine Produktion haben, ne? Das reicht, aber es kommt nicht genug an, ne? Keine Ahnung, Leute. Ich brauche Eisenplatten. Gehen wir bei und setzen hier halt noch eine hin. Irgendwann muss ich ja ans Limit kommen. Ja. Also wenn man jetzt, wir haben hier eine, ne, und hier oben drei, also es sind vier neue Maschinen. Wenn es dann nicht reicht, dann gehe ich wirklich auf gelbe, dann tausche ich halt aus. Ich glaube, wir haben sogar noch gelbe über. Hatten wir noch gelbe? Haben wir keine gelben? Wir haben zurzeit keine gelben, aber dann gehe ich halt bei und setze hier wirklich vier gelbe noch rein. Dann gucken. Ich sage auch erstmal wieder vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.